Generell herrscht im Tengrismus ein harmonisches Gleichgewicht der Kräfte. Idealerweise sollten die Menschen in Harmonie mit der Natur leben. Sie sollten nicht mehr essen und trinken als nötig. Sie sollten anderen Völkern keine Zerstörung zufügen und andere Menschen oder die Natur nicht zu ihrem eigenen Vorteil ausbeuten. Damit verbunden ist auch die Akzeptanz anderer Religionen. Der Tengrismus war synkretistisch. Seine Anhänger akzeptierten Aspekte anderer Religionen und nahmen sie sogar in ihren Glauben auf. Ähnlich wie die Römer, Ägypter oder Sumerer. Der polytheistische Charakter des Glaubens zeigt sich in der Vielzahl von Gottheiten oder gottähnlichen Wesen, die fest in der türkischen Mythologie verankert sind, wie etwa Kaira, der die Seele von Tengri trägt und über das Universum wacht. Dessen Sohn Alas ist der Gott des Feuers, der die Seelen der Menschen nach ihrem Aufenthalt in der Unterwelt läutern kann.